tun. Herbert Kickl, der Sozialsprecher der FPÖ, ist der erste Redner dazu. Danke, Herr Präsident. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich am Beginn auch meine Freude darüber zum Ausdruck bringen, dass im vorhergehenden Tagesordnungspunkt durchaus etwas Richtungsweisendes, etwas sehr, sehr Wichtiges hier in diesem Haus auf den Weg gebracht wurde. Das ist Sozialpolitik, wie wir uns das auch vorstellen. Und das zeigt, dass man durchaus auch in die richtige Richtung unterwegs sein kann, auch wenn es Nachbesserungsbedarf in vielen Bereichen gibt. Es würde mich freuen, wenn ich auch bei diesem Tagesordnungspunkt zu diesem Ergebnis kommen würde, den wir jetzt diskutieren. Leider ist das nicht der Fall. Und ich möchte jetzt mit einer grundsätzlichen Bemerkung vielleicht beginnen, weil ich immer wieder von Seiten insbesondere der Grünen und der SPÖ, bei der ÖVP ist das ein bisschen abhängig von der Tagesverfassung und von demjenigen, der sich gerade zu Wort meldet, aber immer wieder den Vorwurf höre, dass sich die freiheitliche Arbeitsmarktpolitik in wesentlichen Teilen um dieses Problem der Zuwanderung oder um das Ausländerproblem dreht. Und dazu sage ich Ihnen jetzt grundsätzlich etwas. Wissen Sie, wenn Sie vielleicht in 20, 30 Jahren zurückblicken werden auf die Zeit, in der wir jetzt leben, wenn das Historiker tun und wenn Sie das einigermaßen objektiv machen werden, dann werden Sie einige Trends feststellen und festschreiben, dass am Beginn dieses Jahrtausends bestimmte Komponenten maßgeblich die Entwicklungen der Gesellschaft, maßgeblich die Entwicklungen sozusagen unseres Zusammenlebens geprägt haben. Wir haben heute schon viel über einen beginnenden Erosionsprozess der Europäischen Union gesprochen. Das wird sicherlich eine dieser Komponenten sein. Es gibt aber auch andere, und eine davon heißt Zuwanderung, Völkerwanderung und zunehmende Islamisierung. Das ist nun einmal eines der großen Kapitel, mit dem wir uns in Österreich und in Europa am Beginn dieses Jahrtausends konfrontiert sehen. Und wenn man die Sache mit offenen Augen angeht, und wir tun das im Unterschied zu Ihnen, Kollege Walser, denn Sie sind von ideologischen Scheuklappen nicht nur auf der Seite, sondern offensichtlich auch schon vor den Augen einigermaßen in Ihrer Perspektive behindert. Aber wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht, das muss ich Ihnen schon sagen, dann kann man das nicht wegdiskutieren. Das heißt, genauer gesagt, man kann es schon, aber dann endet man halt auch in der politischen Marginalisierung, so wie es Ihnen ja derzeit auch politisch ergeht. Das heißt, wir haben es mit dieser Problematik zu tun, und das hat natürlich, diese Dinge haben natürlich auch ihre negativen Begleiterscheinungen im Zusammenhang mit dem Arbeitsmarkt, ja, ob Ihnen das gefällt oder nicht. Und ich bin ja sehr froh für Ihre Zwischenrufe, und machen Sie nur weiter, damit auch den Menschen, die dieser Debatte folgen, dann auch klar ist, wer in dieser Auseinandersetzung auf welcher Seite steht. Ich meine, für uns ist das klar. Für uns ist das klar. Die Ressource Arbeit, die Ressource Geld, alles das glauben uns die Linken nicht, aber es ist in gewisser Weise endlich. Also verstehen wir oder sehen wir die Politik in bestimmten Bereichen dahingehend gefordert, dass es um die Frage der Verteilung, des Managements dieser Ressourcen geht. Das ist ein entscheidender Punkt, und da sehen wir uns als österreichische Volksvertreter der Freiheitlichen Partei, ja, wir schämen uns nicht dafür, österreichische Volksvertreter zu sein, Volksvertreter der Österreicherinnen und Österreicher, und da sehen wir uns in einer Position, wo es darum geht, die Schutzinteressen dieser Österreicherinnen und Österreicher an die erste Stelle zu setzen. Dass Sie etwas ganz anderes machen, das haben eh schon alle mitbekommen, ob es Ihnen politisch gut tut, das steht auf einem anderen Blatt. Aber eines ist auch klar, Sie darf man auf jeden Fall nicht in diesem Land agieren lassen, dann geht es noch schneller den Bach hinunter, als es unter dieser Regierung abwärts geht. Das sehen wir auch schon. Und ich sage Ihnen noch etwas, was Sie vielleicht nicht so gern hören, aber diese ganze Sache der Zuwanderung, diese ganze Sache der Ausländerproblematik, diese ganze Sache der Integration beherrscht nicht nur wesentliche Teile der Arbeitsmarktpolitik. Die ganze Bildungspolitik ist von dieser Problematik überlagert, die Sicherheitspolitik ist von dieser Problematik überlagert. Und ich verstehe nicht, wie man da herinnen guten Gewissens sitzen kann, und den Kopf in den Sand stecken. So. Herr Sozialminister, vor einigen Tagen, vor einigen Wochen haben wir von Ihnen die Meldungen vernommen, und es freut uns auch, dass die Arbeitslosigkeit in Österreich erstmals seit einem sehr, sehr langen Zeitraum ein wenig gesunken ist. Marginal möchte ich dazu sagen, aber immerhin, denn es ist ja viel zu lange nach oben gegangen. Aber wir haben das überall gelesen, Sie haben sich auch ein wenig medial dafür abfeiern lassen. Weniger laut ist es dann schon um einen interessanten Nebenaspekt in dieser ganzen Sache geworden, und da darf ich den AMS-Vorstand Johannes Kopf zitieren, der nämlich gesagt hat, wir haben aber schon noch ein ziemliches Problem in der Sache,
Und dieses Problem heißt, dass wir auf einem ziemlichen Berg von unerledigten Asylanträgen sitzen. Und wenn diese Asylanträge erledigt werden, abgearbeitet werden und wenn es dann zu Entscheidungen kommt, ja, dann ist dieses zarte Strohfeuer am Arbeitsmarkt schon wieder verglüht, weil wir dann natürlich selbstverständlich wieder ein Ansteigen der Arbeitslosigkeit haben werden. Und das genau in einem Bereich, wo wir sowieso schon die massivsten Probleme haben, in einem Niedriglohnbereich. Im Niedriglohnsegment, dort, wo die Verdrängung an der Tagesordnung steht, heizen wir die Situation weiterhin an. Das kommt zu einer Situation dazu, wo die Ausländerarbeitslosigkeit ohnehin sehr hoch ist und weiter steigt, übrigens im Unterschied zur Entwicklung bei der Inländerarbeitslosigkeit. Und es kommt zu einer Situation dazu, wo der Anteil der Schulungsteilnehmer, also wenn man jetzt vergleicht zwischen Österreichern und Ausländern, in der Zwischenzeit bei den Ausländern bereits über 40% erreicht hat. Ich weiß nicht, ob das Sinn und Zweck unserer Beschäftigungspolitik in Österreich sein sollte. Sie sehen das offenbar so, wir sehen das ein wenig anders. Und jetzt habe ich vor wenigen Tagen, Frau Kollegin von den Grünen, bei einer Podiumsdiskussion teilnehmen dürfen, wo es um die Frage, Sie werden das sicherlich kennen, Arbeit für Null, Industrie für Null, Digitalisierung und die Folgen davon teilnehmen dürfen. Und es war sehr interessant, denn es hat über viele Bereiche unterschiedliche Meinungen gegeben, aber in einem sind sich alle Experten einig. Es wird einen massiven Verlust von Arbeitsplätzen geben, und zwar genau im Bereich der Geringqualifizierten, genau im Bereich derjenigen, wo wir jetzt schon ganz massive Schwierigkeiten haben. Und jetzt kommen Sie in dieser Situation mit dem Arbeitsmarktintegrationsgesetz daher, und das ist eine weitere Maßnahme, mit der Sie den Problembereich der Verdrängung und den Problembereich falsche Anreize zu setzen in dieser gesamten Frage des Arbeitsmarktes verschärfen. Dafür nehmen Sie in etwa 150 Millionen Euro in die Hand pro Jahr. Das ist keine kleine Summe verglichen mit dem, was wir für die Menschen ausgegeben haben, wo wir uns im vorhergehenden Tagesordnungspunkt damit auseinandergesetzt haben, und das Ganze für 15.000 bis 20.000 Personen mit dem Ergebnis, dass wenn Sie die Menschen durch diesen Integrationsprozess durchgeschleust haben werden, Sie nicht die Arbeitslosigkeit bekämpfen, sondern in einer Loch-auf-Loch-zu-Politik einen neuen Problembereich schaffen. Weil wenn die nämlich eine Arbeit bekommen werden, dann werden Sie wieder andere dafür in die Arbeitslosigkeit hinausdrängen. Und dafür nehmen Sie 140 Millionen Euro pro Jahr in die Hand. Wissen Sie, das ist zum einen ein Eingeständnis, dass Sie das überhaupt tun, dass alles das, was Sie uns erklärt haben im Zusammenhang mit den Schutzbefohlenen, die aus aller Welt zu uns gekommen sind und ihren Qualifikationen, zum Großteil an den Haaren herbeigezogen gewesen ist. Denn ich habe es noch in den Ohren, als es geheißen hat, da kommen hauptsächlich Hochqualifizierte. Jetzt reden wir von ganz anderen Programmen, wo es darum geht, elementare Techniken überhaupt zu finanzieren. Ich finde es auch deshalb interessant, weil wir ja auf der umgekehrten Seite bei den AMS-Kursen etwa für die Österreicherinnen und Österreicher den Sparstift angesetzt haben. Ich finde es auch deshalb interessant, dass Sie das machen, weil die Arbeiterkammer Ihnen schon jetzt ausrichtet, dass Sie mit diesem Geld nicht auskommen werden. Die 140 Millionen pro Jahr sind zu wenig. Und ich finde es deshalb auch interessant, weil Sie da jetzt dem AMS wieder zusätzlich etwas aufbürden, wo Sie ohnehin schon wissen, dass das AMS so etwas Ähnliches wie der Lastenesel Ihrer falschen Politik ist und ohnehin schon unter den ganzen Bürden, die es zu bewältigen hat, ja, kurz vorm Zusammenbrechen ist. Aber der wichtigste Punkt in der ganzen Angelegenheit, das ist der vierte Punkt. Und das ist der Vorwurf, den wir Ihnen machen. Es ist ein weiterer Schritt in eine Richtung, wo Sie eine Verwechslung fortsetzen. Bisher haben Sie den Asylstatus verwechselt oder gleichgesetzt mit der Zuwanderung. Asyl ist Schutz auf Zeit, und wir haben uns immer gedacht, dass eigentlich darüber Konsens herrschen sollte, dass ihre Bemühungen dahingehend organisiert sein sollten, dass man diesen Menschen möglichst rasch die Rückkehr in ihr Land, aus dem sie gekommen sind, den Wiederaufbau und Ähnliches ermöglicht. Das, was Sie machen, ist eine andere Richtung. Sie arbeiten permanent an der Verfestigung dieser Menschen, und Sie setzen also schon bisher den Status des Asylanten, des anerkannten Asylanten, gleich mit jemandem, der bei uns zuwandert. Und das sozusagen der Beweis dafür ist, dass die sofortige Möglichkeit des Eintritts in die Mindestsicherung, wenn dieser Asylstatus einmal erworben ist. Und der zweite Beweis ist dafür, dass Sie nach 6 Jahren quasi die österreichische Staatsbürgerschaft dann noch nachgeschmissen bekommen. Völlig
natürlich unabhängig davon, ob wir in Österreich sozusagen das überhaupt in der Form wollen und ob wir überhaupt einen Bedarf haben. Also so kann es ja wohl bitte nicht sein. Aber jetzt gehen Sie noch einen Schritt weiter. Also Asyl und Zuwanderung haben Sie schon gleichgesetzt, aber jetzt setzen Sie auch noch die Asylwerber mit den anerkannten Asylanten gleich. Das ist jetzt der nächste Schritt, den Sie hier in diesem Bereich setzen. Denn jetzt machen Sie diese Programme des AMS nicht mehr für anerkannte Asylanten, sondern auch schon für Asylwerber auf. Das heißt, es wird immer mehr miteinander verwässert und das ist ein Schritt in die vollkommen falsche Richtung. Und dafür führen Sie den Begriff ein, dass die hohe Wahrscheinlichkeit wird jetzt zur zentralen Komponente in der Frage, ob jemand an diesem Programm teilnehmen darf. Also Asylwerber mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, hier in Österreich einen Asylstatus zu erhalten, dürfen jetzt an diesen Programmen teilnehmen. Naja, man fragt sich, wenn diese Wahrscheinlichkeit so hoch ist, dass sie den Asylstatus erhalten, dann muss es ja eigentlich recht schnell gehen, auch mit dem Asylverfahren. Oder täusche ich mich da? Ich glaube nicht, dass ich mich täusche. Also könnten Sie das eigentlich abwarten. Umgekehrt könnte man sich ja auch die Frage stellen, ja, was sind denn dann die anderen? Was sind denn das dann für welche, die in diesen teuren Asylverfahren drinnen stecken? Sind das dann welche mit einer hohen Unwahrscheinlichkeit auf die Anerkennung? Und warum tun wir uns das alles an? Und warum gehen wir dann nicht auch dort einen konsequent anderen Weg? Und dann muss man sich nur überlegen, was ist denn ein Grund für die hohe Wahrscheinlichkeit? Was ist ein Grund für die hohe Wahrscheinlichkeit eines Asylwerbers, dass er in Österreich sozusagen aufgenommen wird? Es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist der Herkunftsort, in dem man eben aus bestimmten sozusagen Kriegs- oder Krisenregionen kommt. Und das zweite ist das Alter, in dem man sich ein bisschen jünger macht, möglicherweise, als man tatsächlich ist. Also je jünger, desto besser. Und da gibt es ja auch entsprechende Anfragebeantwortungen, die uns klipp und klar sagen, dass hier in diesem Bereich gelogen wird, dass sich die Balken biegen, wenn es um die Angabe des Alters geht. Und da muss man also aufpassen. Und das können Sie aber nur feststellen in einem Asylverfahren. Aber auf das Asylverfahren wollen Sie ja jetzt verzichten, ja, weil die hohe Wahrscheinlichkeit gegeben ist. Also irgendwie ist das alles Stückwerk, was hier in diesem Bereich serviert wird. Und ich denke, wir müssen zu einem Weg kommen, wo Sie diese Dinge wieder bewusst trennen. Der Asylwerber ist nicht der anerkannte Asylant. Der anerkannte Asylant ist nicht der Zuwanderer. Und der Zuwanderer ist nicht der Staatsbürger. Das sind völlig verschiedene Dinge. Und bei Ihnen geht das alles Kraut und Rüben durcheinander. Sie müssen den Zugang zum Sozialsystem erschweren. Sie müssen den Zugang zum Sozialsystem erschweren. Das ist das, was uns der Kollege Kurz dann auch hin und wieder ausrichten lässt. Ich glaube, er weiß nicht, was Sie hier sozusagen den lieben Tag lang dann mitunter auch beschließen. Also entweder weiß er es nicht oder er spielt da draußen in der Öffentlichkeit ein falsches Spiel, wenn er von Erschwerungen des Zugangs zum Sozialsystem spricht und Sie hier herinnen Beschlüsse auf den Weg bringen, die genau das Gegenteil tun. Nein, nein, das Ziel im Umgang mit diesen Menschen muss sein, ihnen Qualifikationen zu ergeben, die ihnen dort helfen, wo sie herkommen, um einen wertvollen Beitrag zur Weiterentwicklung ihrer Gesellschaft, ihrer Herkunftsgesellschaft zu leisten. Und nicht umgekehrt. Und ich glaube, weil Sie sehen ja vor allem im rot-grünen Wien, dass die Zahlen explodieren, die Mindestsicherung gerät aus allen Fugen. Ich glaube nicht, dass sie dafür gemacht worden ist. Aber ich würde einfach vorschlagen, auch hier einen neuen Weg zu gehen. Die Asylwerber sind in der Grundversorgung. Sie werden großteils mit Sachleistungen betreut. Schlagen Sie diesen Weg auch bei den anerkannten Asylanten ein. Solange jemand nicht den Einstieg ins Erwerbsleben findet und einer Beschäftigung nachgeht und Versicherungszeiten und damit Ansprüche erwirbt, soll er in der Grundversorgung bleiben. Das ist doch ein vernünftiger Ansatz. Sie muss ja als Österreicher zunächst einmal auch Versicherungszeiten erwerben, bevor er einen Anspruch aufs Arbeitslosengeld etc. etc. habe. Also ich glaube, dass Sie hier in eine falsche Richtung unterwegs sind und das werfe ich insbesondere der ÖVP vor. Ihnen werfe ich es weniger vor, weil von Ihnen kenne ich nichts anderes. Aber bei der ÖVP ist das Problem schon gegeben, dass man nach außen hin so tut, als würde man einen harten Kurs in dieser Frage fahren und hier herinnen, wenn es um konkrete Beschlüsse geht, dann bringen Sie Dinge auf den Weg, die völlig in eine umgekehrte Richtung gehen und das ist nicht ehrlich. Asyl sei Schutz auf Zeit. Den Menschen sollte möglichst rasch die Rückkehr ermöglicht werden, so Herbert Kickl, Sozialsprecher der FPÖ.